Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin hier auf dem Feld bei dem Kai unterwegs und im Funk habe ich den Franz sitzen. Ja. Jo, moin. Moin. Gut, ich habe gerade gehört, du hast dich verfahren, Franz. Ja, ich bin jetzt irgendwie auf der Straße Richtung Hof, Betrieb. Da müsste ich ja richtig sein, nach deiner Wegbeschreibung. Ja, dann fährst du quer über meinen Hof drüber und hinten raus. Und dann immer gerade durch. Ja, ich guck mal. Wenn ich mal Navi an. Genau, ich hab dich nämlich auf dem GPS hier. Genau, du fährst jetzt einfach in den Hof rein. Und wenn fährst, ich jetzt geradeaus weiterfahre? Weiß ich gar nicht, ob du da durchkommst. Ob da nicht gesperrt ist. Wenn du durchkommst, kannst du auch durchfahren. Und dann kommst du vorne und machst rechts rum. Und dann fährst du immer gerade durch. Immer gerade. Nirgendwo mehr abbiegen. Ja, ich fahre jetzt gerade um den Hof herum. Und genau. Dann rechts. Genau, dann rechts und dann fährst du immer gerade durch. Ja, das müsste ich ja irgendwie. Ja, glaube ich. Dann kommt so mal irgendwann so eine ganz langgezogene Kurve. So eine langgezogene Rechtskurve. Und da ist es dann. Also jetzt hier nirgendwo abbiegen. Dann komm ich ja wieder in die Stadt. Ja. Genau, du biegst jetzt nirgendwo ab. Komm dann vorne eine Kreuzung und da fährst du gerade drüber. Und immer gerade durch. Ja, dann bin ich auf der richtigen Pferde schon mal. Das ist doch schon mal sehr gut. So. Weißt du, was ich nämlich mach? Gerade? Ich bin nämlich hier der Mensch für die Bodenproben nehmen. Au. Oh. Also was wir gerade nicht gesagt haben, dass es hier bergab geht. Wollen wir da die Wald auf die Bremse drehen? Oh, da hab ich. Weißt du, was ich da hatte? Da hatte ich einen ganz schweren Unfall. Da hat's ja. Mit dem Auto hat's mich da richtig sehr überschlagen. Oh. Ja, das war das, was ich den Polizisten erzählt habe. Ich werde über die Kreuzung geradeaus drüber, ne? Ja, du bist genau richtig, ich sehe dich. Bin ich richtig. Ja, du bist genau richtig. Aber hier ist auch ein Riesenbetrieb, ja? Ja. In der Tat. Mein lieber Mann, ey. Sind hier nur Großbauern unterwegs, ja? Herr Fedo, ja? Ja. Der Udo Fohlen. Na gut, der macht seinen Namen aller Ehre. Ja, hab ich auch schon gedacht. So, und ich bin jetzt gerade beim Krüger, Kai. Alex, ich ruf dich dann mal an, ja. So. Na, hier wird auch noch gebaut. Ja. Ja, dort, also im Grünfelder Land wird überall gebaut, extrem. Naja, ich merke schon hier, überall stehen Bauzäune, Absperrung. Der Wahnsinn. Hier geht's schon ganz schön zur Sache. Ja, ich merke schon hier. Hier steht ja alles. Ja. Müsstest eigentlich sogar gleich dort sein, gehe ich mal davon aus. Ja, du bist gar nicht mehr weit weg. Davon, ja. Siehst du schon? Sehr gut. Ja, da ist eine Abzweigung, davon dran ist. Ja, ich sehe es. Ja, genau. Mal gucken, was er da kostet. Hä? Ja, wir müssen ja tanken. Das ist klar, blöde eigentlich, dass wir jetzt an eine freie Tankstelle gehen, weil wir es selber haben, aber naja, gut. Es ist auch ganz neu erst. Jo! Jo! Was auch? War mir das klar? Ich habe eigentlich gedacht, du freust dich jetzt ein bisschen. Wenn ich dich so. Na, ist egal. Ja, ich dachte auch, wenn du uns hört hier. Dann wird das Aber Erik, du weißt, ich freue mich immer, wenn ich dich höre. Echt? 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 Oh, jetzt hast du mir aber einen Tag versüßt, ein bisschen, Laura. Ja, du machst mich schon manchmal so ein bisschen verlegen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da drauf sagen soll. Ach nix, das ist immer nur so... Nee, verlegen... Gar nicht ernst gemeint, oder was? Hä, na doch, schon.
Aber ich, ja, aber ich will dich ja nicht verlegen machen. Ja. Erik, wenn man so gebauchpinselt wird. Bauchpinsel ich dich? Echt? Manchmal. Hm. Naja. Meinst du, Charmeur Franz? Ja, du bist ein richtiger Charmeur. Hey. Hast du ja gar nicht erzählt. Kannst du mal sehen, in mir schlummern verdeckte... Wie sagt man Talente. Dazu? Talente, genau. Ja, Himpelchen und Pimpelchen waren gerade bei mir. Himpelchen und Pimpelchen. Ist das geil. Ihr habt mich... Warte mal, da muss ich mal kurz los. Geil, okay, ja. Erik, geht's wieder? Ja. Himpelchen, aber es kam aber geil raus. Ja, ich kann mir die Namen nicht merken von den ganzen neuen Leuten. Ich auch nicht. Ich kann mich... Also die waren ganz nett dann, ne? Und die haben mich dann hier zu deinem Telefonat befragt, wo ich mit dabei war. Ja, da habe ich gesagt, dass du das gehört hast, dass mich jemand angerufen hat, aber nicht was gesprochen wurde. Noch ja, da? Bitte, was habe ich ja gehört, ne? Also ach, hast du... Worte konnten, ja, ja. Ach, hast du doch gehört. Ja, ja. Ja, ja. Und? Ja, nicht weiter. Und dass es irgendwie noch ein Telefonat mit dem Herrn Brandt gab. Das wusstest du aber nicht mehr. Eigentlich. Na doch. Echt, ja? Ja, da sind wir doch gerade zum Hof zurückgelaufen. Ach ja, stimmt ja. Stimmt. So, aber das Problem ist, der Herr Brandt kann sich an das Telefonat nicht erinnern. Hä? Also nur, dass du schon mal weißt, die kommen dann nochmal zu dir. Oh, nee. Aber die haben jetzt bei mir von Hofen meinen Nachbar eingesammelt. Wie eingesammelt? Ja, der kam mit einer großen Ladung, wollte bei mir ein bisschen Frühstück machen, hier Kaffee trinken und so, ne? Zu dir? Ja. Was, der wollte mit dir Kaffee trinken? Ja. Ne, der hat der hat mich angerufen und wollte mich vorwarnen, dass die zu mir kommen, ne? Und ich so, du, das ist ganz nett von dir, ich weiß schon Bescheid. Wir hatten schon telefoniert. Also ja. Ich mit Himpelchen, Pimpelchen. So, auf jeden Fall. Habe gesagt, ja, ich unterstütze dich und so übelst lieb, ne? Ich komm bei dir vorbei, ich unterstütze dich. So, und wie ich aber schon fertig war, mit den Zwillen da zu reden, kam der mit seiner Ladung da an. Und haben gesagt, hier, wir müssen sie mal mitnehmen, wir müssen mal wiegen. Oh oh. Oh oh. Also, oh. Das sind also welche, die ganz genau drauf gucken, ja? Oh, ich glaube. Ich glaube auch, ja. Also, Erik, weißt du Bescheid, lieber die Hänger voll machen. Ich glaube auch. Zum Glück habe ich mein Anhänger ist zum Glück genau auf meinen Traktor abgestimmt. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Kann aber trotzdem in die Dresden losgehen. Jeder, der was da drauf lädt, ne? Ja, ja, nee, nee, aber es müsste eigentlich alles passen. Ja, hoffen wir so. Ja. Ja. Echt, zwei, das sind ja echt zwei ordentliche, ey. Wir halten hier recht in Ordnung. Naja, wollen wir es hoffen. Dass es nicht in Polizeistaat ausartet. Ja. Ich hoffe es war. Waren sie jetzt wenigstens ein bisschen freundlicher zu dir, Laura? Ja, aber trotzdem so. Ja, halt im Dienst, ne? Ja. Ein bisschen lächeln könnten die schon. Ja, ne? Aber ich glaube, das verlernt man den Beruf ganz schnell. Das kann sein, ja. Das ist möglich. Das ist echt möglich. Was machst du heute jetzt noch so? Ich guck gerade, ob ich irgendjemandem beim Düngen helfen kann. Ah, okay. Also, ob du einen Auftrag reinkriegst, meinst du? Mhm. Ah, ja. Ja, ist doch richtig. Das machst du richtig, das machst du richtig. Franz, bist du schon wieder auf dem Rückweg? Ja, ne, bestimmt. Bin direkt gleich wieder am Waldberg, ja. Ach so, okay. So schnell, krass. Sehr gut. Was machst du jetzt noch?
Ich komme gerade runter in deine Nähe gefahren und mache für den Herrn Steiner Bodenproben. Ah ja. Da kommst du nicht bei mir vorbei. Nee, ich bin ja erst auf dem Weg dorthin. Achso. Ja, ich war jetzt erst bei Kai Bodenproben nehmen und jetzt fahre ich dort runter, nehme Bodenproben und dann komme ich dich mal schnell besuchen. Obwohl, ich könnte dich vielleicht erst besuchen kommen. Bist du bei dir am Hof, oder was? Noch ja. Warum, wo willst du... Achso. Ja, dann mach erst mal dein Dünge-Ding und dann, Mal gucken, wo das Feld ist. Nehme ich gleich da. Ach nee, das ist hier hinten. Na, das ist was beim Steiner hinten. Aber ich bleib im Funk. Ja. Mach mal. Also bis jetzt sehe ich die Polizei noch nirgendwo fahren, hier unten. Bin schon mal ganz zufrieden. Also hier war bei mir auch nicht, also ich... Keine Ahnung, wo die ist. Aber die ja, kommen bestimmt... die wollten wiegen. Ist nicht ne, beim Händler eine Waage? Ja. Ja, wo ich wieder vorbeigelaufen bin, habe ich was gesehen, aber... Ja, hoffe, dass es gut geht für den. Ich glaub's nicht. So wie die drauf sind. Ja, ich weiß nicht, die haben immer eine richtige Riege. Das ist irgendwie, ja. Saufen. Udo, ein bisschen habe ich produziert, ja. So, jetzt bin ich hier bei dem Steiner, mal sehen. Also wir müssen uns angewöhnen, Franz, dass wir oben bei mir die Tore zumachen. Dass die gar nicht, reinkommen. Ja, nee, ist richtig. Ist richtig. Weil. Also solche Schnüffelsäcke will ich nicht unbedingt ständig auf meinem Hof haben. Da hab ich keinen Bock drauf. So, Meinst du die Zweier? Na, Oleg und Bolleg, ja. Ja, Himbischen. Hallo, Herr Steiner. Aber, Erik, wenn ich dich gerade Funk hab. Ja. Ich glaub, die Diebe waren wieder hier. Wer war hier? Die Diebe. Warum? Hier fehlen wieder ein paar Stücke. Einer Reihe. Echt? Ja. Ah, es kann sein, dass ich die aber vergessen habe, hinzusetzen. Das könnte vielleicht sogar an mir liegen. Ja, moin. Also, ich moin. Brand hier. Ah. Herr Brand. Hi Brand, hallo. Hallo Stefan. Ja, moin, Frau Schuster. Nee, Laura. Grüß dich. Ja, moin. Es geht ab. Geht's um mein Auto? Ja. Sagen Sie mal. Ja, ich weiß ja nicht, wer hier alles mithört. Für alle, die drüber Bescheid wissen, sowieso schon. Okay. Also die Polizei war bei mir. Ja, weil ich das mit dem Auto erzählt habe und weil ich gesagt habe, sie wissen da wahrscheinlich eher Bescheid mit dem, dass das weggekommen ist und so. Als ich. Naja, das war die Buster, hatte gesagt. Die hat mich auch gefragt, wegen ein Telefonat, was sie mit den Typen hatten. Da musste ich ganz ehrlich sagen, wusste ich jetzt nicht mehr. Ja, nee, da hatte ich auch gesagt, dass das Laura mitgehört hat. Und dass ich dann, ich habe dann bloß noch gesagt, ich hatte dann mit dem Herrn Brand telefoniert noch. Aber ich sag, der weiß eher Bescheid, nicht was mit dem Auto passiert ist, sondern wie die Situation ist oder zustande gekommen ist oder so. Wissen Sie, wie ich meine? Ne, ich hab das gleich erzählt, wie ich Ihnen damals erzählt hab. Ja, dann das meinte ich. Das sollten Sie ja machen so. Mit dem Wechsel und keine Zugriffsrechte mehr und sowas. Ja, genau das. Das meinte ich auch bei der Polizei. Weil ich das wusste ich nicht mehr so genau, wie das war, wissen Sie? Mhm. Ja, jetzt stehe ich hier bei dem Steiner am Hof und der ist nicht hier und hat er gerade keine Zeit, hat die Polizei mir geschrieben. Den hätte ich fast überfahren.
Also er ist ich glaube, da ist vielleicht doch was größeres vorgefallen. Er ist mir mit so einem Dreh auf den Reifen gesprungen worden. Hm. Wo bist denn du jetzt, Laura? Wo bin ich jetzt? Im Traktor. Ja. Bist du bei dir oder also am Hof oder? Nee, ich bin jetzt auf dem Weg zu Feld 67. Das ist gleich beim Steiner. Hier hinten. Ach, dort hinten. Ich komme mal rüber gefahren. Ich habe sonst Langeweile hier. Das ist ja Vorsprung. Ja. Gut, Herr Feier, dann wissen Sie auch Bescheid. Laura, schöne Zeit. Wer waren die andere Stimme hier? Die kommt mir auch so unbekannt vor. Wie bitte? Die war doch von nach unten an, Stimme im Funk, oder? Ah, das ist der Franz. Das ist mein neuer Mitarbeiter. Oder derzeit jetzt erstmal Praktikant, beziehungsweise. Und dann bestimmt aber, wenn es so weitergeht, dann irgendwann mal Mitarbeiter. Ach, na gut. Ne, bei euch war ja vorhin ein übelster Auflauf auf dem Hof. Und sind heute auf immer Nudel oder Kartoffelauflauf? Hä? Nudel oder Kartoffelauflauf? Menschenauflauf. Mit ganzen Menschen. Nicht gestückelt. Nee. Du bist heute aber gut drauf, Laura, hä? Naja, man kann ja nicht immer nur schlechte Laune haben. Nee. Nee, macht ja auch keinen Spaß. Das stimmt wohl. Ja gut, ihr Lieben, ich muss wieder weiter. Zu dir. Aber... Gut, dann wirst du doch Bescheid. Ja, ja. Was machen Sie jetzt noch, Herr Brandt? Aufträge von Steiner. Ah ja. Wann kommen meine Kartoffeln dran? Ja, das wüsste ich auch gern. Ja. Nee, alles gut. Das ist, eilt ja jetzt nicht extrem. Ich muss ja mal sagen, ich bin ja nicht der Chef hier. Ich bin auch nur ein Anstellter. Wenn Chef sagt, das hat Priorität, weiß ich nicht. Vielleicht ist Bezahlung anders, keine Ahnung. Vielleicht ist Notstand, keine Ahnung. Naja. Genau. Na gut, dann ja, ist das so. Ihr wollt jetzt alle was vom Steiner haben. Ja. Entschuldigt, Leute, irgendwas, wissen nicht, wer hier joint. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die Laura hier macht. Was bist du? Arbeiten im Gegensatz zu anderen. Ja, ich kann gerade nicht arbeiten. Ich kann gerade nichts machen. Ah, ich seh dich. Ja, im roten Flitzer. Ah, ich sehe dich auch. Nee, warte mal, ich halt lieber nicht hier an. Wenn die Polizei kommt und sieht mich am Straßenrand stehen, einfach so sinnlos mit dem Traktor, ich glaube, das wird Rotz. Oder was meint ihr? Das könnte vielleicht da hinten losgehen, der Schuss. Hätte ich doch irgendwo in die Bäume rein. Nee, ich stell... Nee, hier ist doch so ein Waldweg, also ein Feldweg. Ja, auf den Weg kannst du theoretisch parken. Ja. Ey, hier unten hat auch jemand Tabak angebaut, ne? Aha. Ich sag ja, da würde irgendeiner großes Tabakgeschäft einsteigen. Naja, bei den heutigen Zigarettenpreisen. Ja. Lohnt sich das vielleicht? Könnte sein. Oh, der sieht aber auch wirklich gut aus. Der sieht echt gut aus. Naja. Ich warte jetzt mal, bis die Laura hierher gefahren kommt. Ich renne hier nicht erst dahinter. Ich warte mal, bis die Laura zu mir kommt. Kannst du ruhig mal ein bisschen hinterher rennen? Bin ich schon. Ich bin dir hinterher gefahren. Ich habe ja eigentlich einen ganz anderen Auftrag hier unten. Ja, wo stehst denn du? Ich hätte dich gerade gar nicht. Nee, du bist über dem Hügel drüber. Du bist tatsächlich über den Hügel drüber. Ich sehe dich schon. Du mich noch nicht? Doch, jetzt. Aber hey, ich wusste, was lustig wäre. Was denn? Wenn ich jetzt mal bei den zwei anrufen würde. Dann würde hier. Hier wurde gerade was geklaut.
Mal gucken, wie schnell sie da sind. Das kannst du ja mal machen. Hast du die Telefon? Ja, 112, ja. Ja, 112 kann man ja durchwählen. Ich denke mal, dass die da dran gehen, hoffentlich. Mhm. Das kannst du ja. Die Polizeiinspektion, die wir noch nicht gesehen haben hier. Also meinetwegen kannst du es machen, wenn du willst. Aber es wäre schon leicht fies. Ja, wohl hast recht. Wir wollen sie nicht provozieren, das ist vielleicht besser, wenn wir sie nicht provozieren. Aber ich glaube, dann werden sie erst recht öfters hier vorbeischauen. Das stimmt. Das will ich nicht unbedingt. Aber ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, wir sind nämlich schon wieder durch. Die Laura, die kommt nämlich jetzt hier gefahren. Aber wir sind schon wieder durch, ihr Lieben. Wie gesagt, wie es hier weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr merkt, es ist extrem viel los. Ne? Es ist richtig viel los im Grünfelder Land. Deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Legend of Farmers. Die Farmworkers drehen völlig durch. Und ja, wir drei verabschieden uns von euch. Lasst ein Däumchen da. Bis dahin. Tschüss und ciao.